Jens hat heute frei und ich gebe ihm trotzdem auf den Sack. Moinsen, Montag, 25. März. 30 schon. Also könnte es sein, dass jetzt schon was aufgenommen wird heute Morgen. Ich wollte mal eben hier bei dem Schlag gucken. Wir haben so viel gehabt, also. Ich gucke das gleich mal nach, ich erzähle euch das nachher. Diese Woche wird wahrscheinlich nichts gehen. Bin am Überlegen, ob wir vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Feinert meinte das heute Morgen, ob wir hier vielleicht fliegen wollen. Und dass wir dann die Tage hier zumindest die Kartoffeln pflanzen. Wir sind hier am 15 Hektar Schlag, wo wir Mist gestreut hatten. Also Gülle ist drauf, Mist ist drauf. Könnte quasi der Flug kommen und dann könnten die Kartoffeln theoretisch rein. Ich weiß nicht. Also der Wetterbericht ist so schwierig. Also diese Woche komplett unbeständig. Steht da jetzt heute Morgen so, ne? Stand heute Morgen. Nächst ab Montag, also ab Ostermontag, steht das da, Stand heute Morgen, richtig gut. Also, sonst läuft das auch noch nicht so. Klar muss das jetzt auch mal irgendwie auch mal losgehen, aber es läuft noch nicht so wirklich weg. Ich weiß nicht. Ich glaube fast, dass es schlauer ist, die Tage noch abzuwarten. Ich meine, wenn jetzt der viele Regen, der angesagt ist, diese Tage in meinem Wetterbericht nicht kommt, dann kann man natürlich zumindest hier schon mal das Pflügen fertig machen, die 15 Hektar, und dann gucken, dass wir dann vielleicht Dienstag hier pflanzen. Dann könnte die nächste Woche das Separieren stattfinden und vielleicht Ende nächster Woche die Dämme bei dem annehmigen Schlag ziehen, wenn der Regen nicht so kommt. Dass wir dann nächste Woche einen Teil pflanzen können und übernächste Woche richtig durchstarten könnten. Pflanzen, ich weiß es nicht, wie schlau ist so. Jetzt muss ich über die Seite, da kommt was von vorne. Bis gleich. Da. Aber, ja, ist doch zu feucht. Mal gucken, ob das funktioniert. Das wird nichts, ist noch zu nass. Einfach noch zu feucht der Boden. Schade. Abbruch, sagt er. Ja, hat er nicht viel geschafft heute. Scheiße. Ja, das ist so. Das ist einfach noch zu nass hier alles. Für den nächsten Tag ist wieder Regen angesagt. Da muss erstmal ein paar Tage trocken bleiben. Dienstag, März, 26. März, Dienstag. Ich vermute aber mal, dass Jens schon ein bisschen gefilmt hat. Florian war da, hat versucht zu separieren. Ich weiß nicht, ob Jens das gefilmt hat. Falls nicht, erzähle ich es euch. Geh nicht. Das ist zu nass. Es geht nicht wirklich was. Das ist totale Scheiße. Also ich habe jetzt meine Büroarbeit mit Extras und Bonbon schon fertig gemacht. Eure Bestellungen sind alle gepackt, bis auf eine, die noch nicht bezahlt war. Und jetzt geht es erstmal auch für mich nach draußen. Es ist 20 vor 11.
Es geht nicht wirklich was. Also wir versuchen jetzt den Schlag im Moor zu pflügen, gucken, wie das da ist. 15 Hektar. Und wenn, weil das geht am ehesten, denke ich mal. Und wenn das alles so hinhaut, wie wir denken, dann wollen wir das eventuell morgen pflanzen. Da. Alles andere macht noch keinen Sinn. Also keine Chance. So, und jetzt ist der Wetterbericht. Heute Morgen stand da für Donnerstag 20 Liter. Das ist, glaube ich, schon wieder weg. Aber wir gucken nochmal. Ich weiß auch nicht, welche Wetter ich jetzt noch gucken soll, welche mir besser gefällt. Die gefallen mir alle nicht. Morgen ab Spätnachmittag Regen, 3 Liter, Donnerstag. Da standen 19, weiß ich nicht, irgendwas standen da heute Morgen noch. Jetzt stehen da 8,9, ist auch zu viel. Freitag 3,5, Samstag 3,8, Sonntag 2,5. Gut, da ist Ostern. So, jetzt gucken wir nochmal in den anderen Bild-Zeitungswetter. App, Geschlumpe hier nach. Und da sieht das so aus. Dienstag, dann nächste Woche 2,2. Mittwoch trocken und dann ab Donnerstag wieder immer nur Regen, 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 Regen. Keine Ahnung, was kommt. Wir kämpfen uns jetzt immer einfach so ein Stück für Stück vor, denn wenn es geht, machen wir was. Und aber total quälen machen wir noch nicht. Geschmiert wird nicht. Ja, gut. Ansonsten. Nee, das ist alles noch nicht spruchreich. Wird sich ein andermal. Bis später. Der richtige Saugrüssel. Scheiße. Der Aufsatz geht nicht. Wo ist der Aufsatz? Fuck. So, Plan B. Mit Volumen saugen. Da fehlt mir auch ein Aufsatz. Aber mal gucken. Boah, der schlonzt schon anders. Mittlerweile haben wir es Nachmittag. Ich habe vorhin noch schnell nach dem Aussaugen, da hatte ich glaube ich, ja, da hatte ich die Kamera an, habe ich noch eben ein bisschen die Scheiben gewaschen von außen. Also es ist nicht weit weg von 100%, aber es ist besser, damit sich da morgen keiner beschwert, denn morgen brauchen wir den Schlepper, weil wir jetzt planmäßig morgen tatsächlich noch ein paar Kartoffeln pflanzen wollen. Ich weiß nicht, oder Jürgen wusste noch nicht, ob er gleich morgens schon kommen kann, aber heute da, wo er jetzt ist, gerade fertig wird. Das werden wir heute Abend gewahrt. Wir telefonieren heute Abend nochmal. Also wenn es nach mir geht, können wir morgen um 6:30 oder sowas anfangen. Aber wie gesagt, er soll sich nochmal melden. Ich will jetzt schon mal die Kartoffeln aufladen. Steckkartoffeln. Das Licht anmachen, Tür auf. Kurz gucken, wo die stehen, die ich haben möchte. Und dann drehen wir auf jeden Fall. Hier habe ich geplattert. Drehen wir, das muss ich auch noch wegmachen. Drehen wir auf jeden Fall einen Wagen schon mal voll. Das wäre der Plan. So, mal gucken. Das ist nur, dass hier überall was rumsteht.
neue Mount Points für die Kamera. Ich musste aber nur den Halter noch ein bisschen umbauen. Und zwar haben wir jetzt da einen. Da. Also wie gesagt, der Winkel passt noch nicht. Da gehe ich noch bei. Kamera einstellen. Das ist ja auch nicht schlecht, oder? Und dann haben wir noch einen hier. Auch ganz nice. Och, das sieht doch ganz geil aus, finde ich. Gefällt mir wohl. Kann man machen. Naja, und dann, da geht es ja auch ran. Mal schauen. Muss mal gucken, ich habe noch ein paar von den 3M Klebeplättchen. Ob wir noch irgendwo was brauchen. Die Wagen habe ich in der Halle gestellt. Wir hatten Scheiben von dem Schädelgrubber kaputt, von dem 3 Meter Grubber. Die will ich nochmal eben wieder abholen und dann stecken wir die gleich nochmal eben an den Grubber wieder ran. Dann ist das auch fertig. Und dann ist auch gleich Feierabend. Nee, noch nicht. Haha, noch nicht ganz. Na gut, der Junge will das Fahrrad mitten im Weg stehen lassen. Das muss ich erstmal an der Seite stellen. Ja, unverhofft kommt auch. Teile waren ja mal fertig. Also einen anderen Tag. So, Jens hat hier ordentlich Platz geschafft. Warum und weswegen? Erfahrt ihr in einem anderen Video. Nee, in diesem. Jo, sehr schön. So, jetzt haben wir nach gefühlt 500 Telefonaten, nee, zwei waren es, drei waren es, also doch 500. Soweit abgekaspert. Das, den kann ich auch nochmal sauber machen, ne? Aber nicht jetzt. Klingelt das Telefon schon wieder. Oh Mann, so, wo war ich stehen geblieben? Vergessen. Achso, ja, wie es weitergeht. Fahren ist dann noch am Flügen an dem Stück, wo wir morgen mit Kartoffelpflanzen anfangen wollen. Ich fahre da jetzt noch eben mit einem 6 Meter Gruber hin, mache das Vorgewende soweit ein bisschen glatt, dass wir da fahren können. Das Vorgewende ist noch nicht geflügt, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Aber nur eben ein bisschen glatt ziehen, dass man da, dass er nicht vom Schlepper fällt beim Pflanzen, wenn er umdreht. Und ich habe jetzt auf dem Wagen ungefähr für, warte mal, ja, so 9 Hektar ungefähr Pflanzgut müsste, 8 bis 9 Hektar müssten das sein. Also die sollten wir morgen auf jeden Fall fertig kriegen. Wir wollen jetzt morgen früh um 7 anfangen. Marvin kommt erst mit der alten Pflanzmaschine, weil Jürgen mit der neuen morgen noch irgendwo so ungefähr 3 Hektar nach hat. Und wenn Jürgen dann da durch ist, dann kommt er her, tauschen die einmal durch. Ja, und dann geht das da rund ist die Welt so viel, wie wir halt eben schaffen morgen. Ab morgen Abend ist dann wieder Regen angesagt. Dann wollen wir uns mal ein bisschen durchstaucheln lassen hier, ne? Haben wir ja schon ganz gut was geschafft. Das sieht doch ordentlich aus. Zurück und dann an der anderen Seite einmal hoch nochmal, Furche zu und dann haben wir das erstmal so weit, dass wir einige Stunden pflanzen können, bevor wir hier wieder grubbern müssen. Ich war nochmal eben da hinten, wo der Miststreuer einmal kurz fest saß und auch der Güllewagen einmal fest saß. Das war überhaupt kein Problem, also ich habe da noch einmal 3-4 Bahnen also nochmal durchgezogen, um zu gucken, ob das geht. Das ist trocken. Also erstaunlicherweise, Gott sei Dank. Aber das haut hin. Sehr schön. Kriegen wir wenigstens noch ein bisschen was fertig vor Ostern. Die Wagen, erst die Kartoffelwagen her, fahr wieder nach Hause und hol mir dann den Düngerwagen. Dafür, wir müssen ja morgen eh nochmal wieder kommen. Ich glaube, das ist schlauer. Mal gucken.
sich fragen, warum hat er denn eben eine halbe Bahn gegrubbert? Das ist ganz einfach. Damit er beim Pflanzen einen Anhaltspunkt hat, wo er ein- und aussetzen muss. Damit wir hier am Vorgewende dementsprechend 5 Bahnen kriegen, damit wir auch eine Fahrgasse haben für den Pflanzenschutz. Startklar. So, dann tausche ich gleich nochmal eben den Akku hier aus der Kamera. Drohnenakkus habe ich angeklemmt vorhin zum Aufladen. Ja, wollen wir mal hoffen, dass morgen ein bisschen Sonne rauskommt. Vielleicht kriegen wir ein paar schöne Aufnahmen. Wäre ja toll, ne? Also, bis morgen. Sonnenaufgang. Sieht gut aus. Mittwoch, 27. März. Haben wir jetzt auch schon wieder fast rum. Meine Fresse. Naja, geht so. Fahren jetzt eben die Kartoffelwagen hin. Da mal so leidlich verteilen, auseinanderhängen. Dann wieder nach Hause. Ich lasse die Schaufel dann auch auf dem Feld, denke ich. Und Düngerwagen holen. Und dann geht das um 7 mit dem Pflanzen los. Das war der Plan. Und dann wollen wir mal hoffen, dass wir heute was fertig kriegen, bevor der Regen kommt. Ich habe im Wetter E-Mail bekommen, heute Abend, gegen frühen Abend geht's los mit Regen. Stehen 7 Liter und für morgen stehen da jetzt wieder 14. Das ist nicht so ganz geil, ne? Wir schauen mal.
So, hier mein Düngerwagen. Da habe ich den Kartoffelwagen, den ersten aufs Feld gezogen. Das geht besser zum Laden. Und jetzt warten wir, dass der Pflanzer kommt. Düngerschaufel dann rausheben, Dünger auffüllen und dann Kartoffeln. Und dann kann losgehen. Ich trinke jetzt erstmal noch mal einen Schluck Kaffee. Ich habe einen mit. Und ich bin heute auch ganz ordentlich ausgerüstet, glaube ich. Mal gucken, ob das funktioniert. Also ich habe die Drohne mit. Im Moment sieht das aus, als könnten wir heute auch fliegen. Mal schauen. Und ich habe mir einen Ram-Mount-Tablet-Halter besorgt. Der war gestern schon da, den habe ich euch gar nicht gezeigt. Ne? Home-Entertainment, nein, Schlepper-Entertainment. Tja, wir haben hier funktioniert. Achsposition 5. Können wir mal kurz ein bisschen Twitch-Farming gucken. Wir sehen uns später. Da hinten ist er. Das wird jetzt Marvin sein mit dem alten Pflanzer. Das hatte ich ja gestern erzählt, dass der erstmal anfängt, weil Jürgen noch woanders irgendwie gute 3 Hektar zu pflanzen hat. Ich denke mal, nee, will er sich doch nicht die AB-Linie holen. Ich dachte, er nimmt sich jetzt die AB-Linie gleich mit. Dann holen wir jetzt mal hier den die Düngeschaufel raus erstmal. Ruhe. Und dann kann er losgehen. Jo, doch AB-Linie. Gefickt eingeschämt. Das sind doch Jürgen. Haben sie den Plan noch wieder geändert? Es geht los. Tag heute. Das für ein Unterschied, ne? Vorher haben wir immer gedacht, die GL, das ist so ein großer Pflanzer. Wenn man jetzt die Prios dagegen sieht,
Alter Schwede, wie viel größer die Prius ist, das ist Wahnsinn. So, wir klatschen jetzt den Düngertank voll und dann geht er gleich los hier. So, diesmal stellen wir sie gerade ab. So ist das. Vater ist gerade gekommen, der flüchtet jetzt da hinten. Kann man nicht sehen auf der Kamera, der ist ganz am anderen Ende. Und er sagte, als er gestern Abend hier weggefahren ist, da war, kam da hinten, da ist ein bisschen Grünland noch, Dammhirsche raus. Er meinte 20, 30 Stück oder so. Die habe ich hier noch nicht gesehen, ey. Schade. Naja, gut, also. Wir tüdeln jetzt ein bisschen hin und her. Mit den Dröhnchen warten wir noch einen Moment. Erstmal muss das hier in Gang sein. Und dann schauen wir mal. Wir legen jetzt auf 32 cm ab. Ich denke, er muss das gleich noch ein bisschen flacher stellen. Wir noch mal eben mit ihm sprechen. So kommen wir dann ja so knapp 3 Tonnen auf dem Hektar. Die Kartoffeln sind relativ groß. Das müsste eigentlich passen, damit wir auch mit dem Pflanzgut nachher hinkommen. Ja,
Ob die Entscheidung richtig war, sehen wir im Herbst. So, mein erster Wagen leer. Einmal runterlassen und dann den anderen vorne hinziehen. Muss Jürgen gleich mal fragen, wie viel auf dem Hektarzähler drauf hat. So ungefähr hinkommen jetzt. So grob meine Schätzung. Jetzt schon 14 Grad. Junge. Ist ja fast ein Sommertag. Wenn man bedenkt, wie das Wetter heute Abend, ab heute Abend werden soll, wird einem ganz anders. Aber komm schon, das passt natürlich nicht. Ne? War klar. Nachladen. Das hat nicht gereicht. Thank you.
Jetzt gleich? Ja. Ja. Dünger nachladen. Eine und eine zweite? Thank you.
So, ein paar Drohnenaufnahmen haben wir safe. Ich denke mal, heute Nachmittag nochmal, wenn das irgendwie reinpasst. Aber ich habe gedacht, bevor das gar nichts wird, mache ich jetzt lieber mal eben schnell. Hat auch genau gepasst. Jo. Und bevor die Fragen kommen, selbstverständlich wird es von der Trios auch noch Luftaufnahmen geben. Keine Frage. Zehn vor zwölf haben wir es jetzt. Irgendwie kurz nach zwölf kommt Jens und holt uns zum Mittag. Der ist zu Hause auf dem Hofengang noch. Wir haben gerade noch mal im Dünger aufgefüllt. Wir haben jetzt auf dem Hektarzähler irgendwo sowas bei 6 Hektar, sagt er eben. Also 5 Stunden, 6 Hektar. Was sind, ja, 5 Stunden. Ach, scheiße. Ich habe jetzt die große Ehre, die beiden hier zum Mittag abzuholen. Zu Hause mal eben weg vom Aufräumen und Sortieren. Muss auch sein. Mittag. Haben wir schon ein bisschen was geschafft hier heute. Mann, hier bis hierhin ist er durch. Wunderbar. Ich hätte den Schlag ja heute fertig hier. Krass. Mahlzeit. Guten Tag. So. So, essen, ne? Jo. Lecker, lecker. Ich weiß mal, was es gibt. Ja. Jetzt habe ich Depp über Mittag die Kamera angelassen. Oh Mann, also nochmal. Eben war sie überhitzt. 8% Akku war über und wahrscheinlich ist der Speicher auch gleich voll. Scheißdreck, ey, sowas Hohles. Mein Speicher, das kann ich gleich noch löschen, aber. Oh. 8% Akku reicht nicht. Jetzt ist es 13.03 Uhr. Wir müssen noch 8 Hektar mindestens. Scheiße.
Jo, da fällt mir ein. Halt, stopp, das Radio muss anbleiben, das lädt nämlich die Kamera. Da fällt mir ein, die Frage kam ja dann auch noch wieder hin und wieder mal, was mit der Anzeige ist. Da habe ich jetzt die Tage Post von der Staatsanwaltschaft bekommen und das Verfahren ist eingestellt. Hatte ich natürlich jetzt auch nicht wirklich anders erwartet, aber das als Update. Ist halt Aussage gegen Aussage. Es hätte im Grunde gereicht, wenn er gesagt hätte, stimmt nicht. Das wäre ja auch schon Aussage gegen Aussage. Stattdessen hat er dann aber auch noch Rede einen vom Leder gezogen und darum gelogen. Also das war... ja gut, ist egal. Das Thema ist somit gelutscht. So, wir machen hier weiter. Wir haben es jetzt gleich 14:45. Und so ungefähr 9 Hektar fertig. 6 Hektar, wenn es 9 Hektar sind, müssen wir noch, aber dann inklusive Vorgewände, das hält ja noch ein bisschen auf, mal gucken. Müssten wir, ich denke mal so gegen 9 oder so. Mittlerweile haben wir es 5:30 und er ist hier an den kurzen Enden. Wenn das durch ist, dann die beiden, nein, ja, also hinten ein ganz großes Vorgewende, das noch gemacht werden muss. Dieses Vorgewende hier vorne und dann da am Busch, da ist ja dann auch noch ein kurzes Stück, wo gepflanzt werden muss. Theoretisch, müssten die Kartoffeln jetzt reichen. Das ist der vierte Wagen. Ja. Ich glaube, ganz falsch lag ich mit meiner Zeitschätzung nicht. Vielleicht ein bisschen früher, aber das täuscht auch immer gerne. Gerade beim Vorgewende auf der anderen Seite, das wird einen Moment dauern. Da muss ich dann noch ein, zweimal Kartoffeln hinfahren. Aber das wird sich alles zeigen. Wetter hält sich noch. Wir haben es immer noch relativ warm. 17 Grad. Zwischendurch waren es 20 Grad. Erstaunlich. Ist noch ganz angenehm. Zweieinhalb Bahnen war so noch. Da geht es ans Vorgewende. Wir laden jetzt noch einmal Dünger nach. Das ist schwierig einzuschätzen. Jürgen meint, wir sollen mal zwei Schaufeln reinlöffeln, dann machen wir das. Mal schauen. Zum Hof muss er so oder so noch hinkommen und den Rest dann rauslassen. Kartoffeln und Dünger. Das hilft alles nichts. Haben wir das 18.21 Uhr. Aktualisiert reingucken, aber als ich das letzte Mal, weiß ich nicht, heute Mittag glaube ich, hatte ich geguckt, da standen da immer noch diese, ich weiß nicht genau, 17 Liter ab Mitternacht bis morgen Vormittag. Wenn die wirklich kommen, 17 Liter, im Moment ist es ja so, dass die Böden, die sind immer noch komplett gesättigt mit Wasser und wenn dann ein Regen kommt, das sickert quasi so gut wie nicht ein. Also ein bisschen schon, klar, aber wenn da so 15 bis 20 Liter kommen, dann steht das Wasser wieder überall.
hier. Was ist das? Dann bin ich auf den Hydranten fahren. Voreilig werden. Vater meinte, ich soll mal die Schaufel gleich vorne ablegen, dass wir sie aufladen können. Aber wenn ich das mache, dann reicht der Dünger nicht. Wenn ich sie hier stehen lasse, dann reicht er wahrscheinlich. Irgendwie so wird es kommen. Das ist immer so. Murphy's Law. So. Das ist jetzt quasi ein Spurt. Sehr schön.
Wagen noch mal ein kleines Stück höher gekippt. Kartoffeln wollten gar nicht mehr so richtig rutschen. So, mein Jürgen kommt jetzt einmal wieder. Da ist die Fahrgasse für die Seite. 5 Bahnen hier, Fahrgasse. Und dann denke ich mal, schaufeln wir den Pflanzer gleich mal richtig voll. Und dann nehme ich noch eine Schaufel mit nach oben. Glaube ich. Mal gucken. Mal sehen, wie Jürgen sich das vorstellt. Wetter wollten wir noch gucken, ne? Zeit. Hallo. Meine Fresse jetzt. Gucken wir erstmal hier nach Wetter. Heute Regen weg, morgen 22,4. Junge! Das fängt bestimmt ja, um 1 Uhr nachts an. Wie das soll das losgehen? 4 Uhr starker Regen, so 7 Uhr, 10 bis 13 Uhr trocken und dann 16, 19 Uhr wieder Regen. 22,4 Liter, Mann. Das sagt der andere Wetterbericht dazu, der weiß aber nichts von. Bin mir ziemlich sicher. So. Doch, jetzt hat er immerhin, sagt er jetzt auch schon 8,9. Leider hat meistens der andere recht, der jetzt gerade von 22 spricht.
So, auf dieser Seite jetzt den letzten, mein Handy ist am Trecker, ich wollte gerade auf die Uhr gucken, keine Ahnung, 7:45 vielleicht. Hier, wie es aussieht, noch zwei Bahnen und dann bleibt das Vorgewende auf der anderen Seite. Könnte gerade so, ich weiß nicht, wie viele er jetzt noch in Bunker hat, das könnte passen jetzt mit der Menge. Das müsste eigentlich auch passen, aber... Ein Träumchen, also die Kartoffeln reichen auf jeden Fall. Es könnte sein, dass ich die ich jetzt noch in der Schaufel drin habe, auch noch wieder zurückschütten kann. Vater ist gerade mit dem 716 gekommen. Wir haben ich habe den Anhänger eben mit diesem runtergelassen, haben wir da schon mal hintergehängt. Dann kann der gleich weg und ich nehme dann den Düngerwagen mit. Und dann sind wir in Kürze hier durch. Hat jetzt also 3, 4. Einmal hoch noch oder ein oder zwei Bahnen noch, dann ist er durch. So, einpacken. Jürgen hat noch zwei Bahnen. Dünger und Kartoffeln reichen. Ich habe die Schaufel noch eben zurückgekippt auf den Wagen. Jetzt tüdeln wir den Düngerwagen nach Hause, dann kommt Jürgen zum Hof. Dann müssen wir den Rest Dünger und Kartoffeln noch eben rauslassen. Und dann haben wir es geschafft. Jetzt ist 7:58. Gut geschätzt und gut geschafft. Dünger haben wir in der Halle rausgelassen. Also den restlichen Kartoffeln raus. Dünger, deshalb habe ich das Hallentor direkt zugemacht, dass wenn der Regen kommt, wie ihr ja sicherlich wisst, Dünger ist hygroskopisch, zieht das Wasser an. Dann verklumpt der ganze Mist, aber so sollte es gehen. Kartoffeln sind auch gleich raus und haben wir es gleich geschafft. 20:28 Uhr. Punktlandung in der Schätzung. Junge. Jürgen fährt nach Hause und ich gehe in die Dusche. Bis morgen. Das war halt im wahrsten Sinne des Wortes mit Ansage, ne? Moin, Donnerstag, 20. März. Ja, da ist er, der befürchtete Regen. Schon seit einigen Stunden und nicht zu knapp. Das fühlt sich im Moment so ein bisschen so an wie die Ernte letztes Jahr. Zwischendurch Zeitfenster nutzen und bloß schnell, bevor nachher gar nichts mehr befahrbar ist. Ich hoffe, ich täusche mich. Aber das ist doch echt nicht mehr wahr, ey. Das macht keinen Spaß. Wir sind ja immer noch, ich muss mich einmal drehen,
vertüdelt. Wir sind ja immer noch gut in der Zeit, aber es nervt trotzdem. Umso mehr freue ich mich, dass gestern die 15 Hektar noch fertig geworden sind. Scheiße. Wir befinden uns in den heiligen Hallen. Es ist ja keine Halle, es ist ja Open Air. Ja. Im heiligen Garten vom Jens. Ja. Jens hat heute frei und ich gebe ihm trotzdem auf den Sack. Ja, Kaffee trinken. Kaffee trinken. Ja, wenn schon pfifft. Jetzt gerade ist ja mal, es nieselt nur noch ein bisschen. Ja. Aber ich bin nicht ohne Grund hier. Also zum einen wollte ich natürlich schnell einen Kaffee schnurren. Das haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Genau. Und zum anderen wollten wir, musste ich diese Kamera noch abholen. Habe ich nämlich gestern vergessen zu sagen. Weil das Video zu Ende sein soll. Und Tschüss sagen wollen wir ja noch. Und dicke Eier und sowas, ne? Ja. Ist ja Ostern. Ne? Genau. Und schön bunt machen das Ganze. Genau. Ja. Bunt kloppen und freuen. Also, Video zu Ende. März ist zu Ende. Es passiert jetzt nichts. Also, dadurch, dass das Wetter jetzt so ist, wie es ist, ja, ist jetzt quasi Ostern. Hilft alles nichts. Ich habe heute Nachmittag noch einen Termin bei Beratung. Habe ich besonders Bock. Aber hilft ja nichts. Nicht viel eigentlich. Ja, das arbeiten wir noch ab und dann, wie gesagt, machen wir Ostern. Wir sehen dann im nächsten Video, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass das Wetter sich fängt und dass es dann mal trocken wird und dass wir dann nochmal mit Vollgas in der Kartoffel kommen, weil ja, so nervt das echt. Ja. Also ich habe schon gesagt, das ist irgendwie wie im Herbst bei Ernte. Ne? Ja. Wenn was geht, sofort los und Vollgas und dann geht wieder nichts und das ist irgendwie... Verrückt. Ja, nicht zufriedenstellend. Aber egal, wir wünschen euch frohe Ostern. Macht's euch schön, gemütlich mit euren Familien und dann sehen wir uns im nächsten Monat wieder, ne? Ja, machen wir so. Machen wir so. Also, Dankeschön, reinhauen und Wirsing! So, jetzt rauch aufs Fahrrad und ab nach Hause. Ja. Du hast ja auch schon hier Gartenarbeit gemacht. Ja, so ein bisschen. War meine Frau wohl eher, ne? Ach so, na gut. Ich muss dann mal arbeiten, ich hatte keine Zeit für. Ja, stimmt. Alles gut. Irgendwas ist immer. Ja, aber kommt auch alles jetzt bei dem Wetter. Können wir auch mal wieder Feuer machen, wa? Ja. Wenn dann das Holz nicht schon alles weg ist, wenn wir das Haus heizen müssen. Ja, irgendwas ist immer so schon jetzt.